Da ist Einreicher Fraktion Die Linke, würde uns Herr Scholbach einbringen. Und dann gibt es einen Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen, der im Anschluss folgen könnte. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich habe ja den Antrag bereits vorgestellt und jetzt sollen einfach mal jene zu Wort kommen, die die Betroffene der Politik der Vonovia sind. Ich bitte, den Film zu starten. Mein Name ist Dietmar Leuthold. Ich wohne auf der Hermsdorfer Straße 7 in Dresden-Löbtau. Ich bin der René Tannhäuser. Ich wohne in derselben Straße über dem Herrn Leuthold in Dresden-Löbtau. Wir haben festgestellt, dass plötzlich überhöhte Kosten umgelegt wurden. Es wurden Winterdienstleistungen uns in Rechnung gestellt, die nachweislich gar nicht gemacht wurden. Weiterhin werden uns Hauswartkosten berechnet, die auch von Jahr zu Jahr steigen. Da ist besonders noch der Hauswart zu nennen, der eigentlich Kontrollgänge durchführte im Haus. Unter anderem wurden Lüftungskanäle kontrolliert, die wir nicht im Haus haben. Und hier scheint nicht nur bei diesem Punkt Bestreben der Vonovia zu sein, uns wahrscheinlich hinters Licht zu führen, euch, sag mal, zu betrügen. Da das ja jeden Mieter hier im Haus betraf, haben wir uns zusammengefunden als Mietergemeinschaft und sind gemeinsam in Widerspruch gegangen. Und es kann einfach nicht sein, dass durch die falschen Abrechnungen, die offensichtlich falschen Abrechnungen der Vonovia, dadurch so viele Mieter mit bis zu über 500 Euro Zusatzkosten im Jahr benachteiligt werden. Mein Name ist Petra Rauschenbach. Ich wohne in der Holbeinstraße 22. Seit wir bei Vonovia übernommen worden sind, haben sich bei uns gravierende Verschlechterungen eingestellt, weil mich auch die Geschichte mit der Umfeldreinigung um unser Haus herum sehr beschäftigt hat und mich sehr verärgert hat, habe ich im vergangenen November angefangen, die Reinigung selber in die Hand zu nehmen. Als hier Hakenkreuze dran waren, hat die Vonovia über ein halbes Jahr gebraucht, um diese zu entfernen. Ich erwarte von der Vonovia, dass sie sowohl die Außenreinigung als auch die Innenreinigung besser kontrolliert, denn wir bezahlen immer mehr dafür und können erwarten, dass das ordnungsgemäß passiert. Mein Name ist Jonas Pretsch, ich wohne in der Münchner Straße 41 und bin Vonovia-Mieter. Das Problem ist, gerade als ich hier eingezogen bin, habe ich die doch recht hohe Miete akzeptiert, denn die Wohnung war saniert und ich habe damit gerechnet, die Miete bleibt so. Direkt nachdem ich eingezogen bin, kam die Ankündigung der Modernisierungsmaßnahme mit einem Balkon und damit eine drastische Mieterhöhung von 70 Euro, das sind 20% mehr. Später habe ich dann gesehen, dass eben bei anderen Mietern, bei denen auch beispielsweise das Bad saniert war, dass hinterher noch Kleinigkeiten gemacht wurden, als die ausgezogen sind. Das heißt, anderthalb Jahre nachdem einer in eine frisch sanierte Wohnung eingezogen ist, wurde wieder saniert. Es wird immer in Salamischeiben saniert und jedes Mal neu die Mieter erhoben. Die Vonovia reagiert entweder sehr, sehr spät oder gar nicht, oder sie schreibt Bausteinsätze, die überhaupt nicht zum Thema passen. Beispielsweise hat die Vonovia sich schon gemeldet mit der Erklärung, wie super eine energetische Sanierung sei, wobei es sich bei mir um einen Balkonanbau handelt. Mein Name ist Marina Brandt. Ich wohne in Dresden in der Mocketaler Straße 14 in Leuben. Mein Problem ist, vor kurzem haben wir eine Erhöhung der Kaltmiete bekommen von der Vonovia, wo wir plötzlich eine mittlere Wohnlage sind. Wir wohnen an einer Eisenbahnstrecke von Dresden nach Prag, wo regelmäßig Züge hin und her fahren. Es ist lauter geworden. Also ich finde, dass die Wohnlage sich überhaupt nicht geändert hat, eher verschlechtert hat. Ich habe mich natürlich nach der Post von der Vonovia kundig gemacht, habe mich dann an den Computer gesetzt und habe geguckt, weil Mietspiegel kann man ja einsehen und kann sich informieren, wie das alles so eingestuft wird. Und dort ist also nach dem, was ich dort gesehen habe, ganz klar eingestuft, dass die Wohnung hier in unserer Ecke einfache Wohnlage hat. Ich habe hier auch einen Widerspruch gemacht. Da wurde mir natürlich zweimal erklärt, dass ich gefälligst zuzustimmen hätte. Es würde alles nach gesetzlichen Regelungen gehen. Wenn Sie das nicht wollen, dann machen wir eben eine neue Mieterhöhung Kaltmiete. Und dann kriegen Sie eben die 6,20 Euro, ne, ab Mai.
Ich gehe davon aus, dass der Beitrag war, dass ich jetzt aufrufen kann, wird der Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen gewünscht einzubringen. Herr Schmählich, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Mieterinnen und Mieter der Vonovia, ich bin froh, dass nach dem Film wenigstens hier mal nachdenkliche Ruhe herrschte. Und ich hoffe sehr, dass Herr Fischer, Herr Vogel, Herr Flemming, Sie vielleicht jetzt auch mal zu einer Sachlichkeit in dieser Frage zurückkehren und das, was Sie als Sorgen und als Tatsachen genannt wurde, ernst nehmen. Und auch das ernst nehmen, begreifen, als Verantwortung zu übernehmen für ehemalige Entscheidungen und auch sich zuständig fühlen für die Sorgen, nicht nur für die Sorgen der Mieter, sondern für die offensichtlichen Probleme. Und es ist einige Male angesprochen worden, das Instrument des Wohnbeirats. Ich gehöre dem Wohnbeirat auch schon etwas länger an. Ich möchte jetzt da aus den internen Zusammenhängen nicht plaudern, aber dass man über den Wohnbeirat, die Vonovia, den größten Immobilienkonzern dieses Landes kontrollieren könnte, das ist eine Form der Selbsttäuschung, die schlimmer nicht sein könnte. Das Einzige, was die Stadt machen kann, ist Stichproben zu nehmen in dem einen oder anderen Fall. Aber ich sage zum Beispiel mal, in dem Sozialchartavertrag steht auch zum Beispiel das Thema drin, dass lokale Unternehmen zu beschäftigen sind. Niemand hat sich darum gekümmert, niemand, dass die, wie ich vorhin auch geschildert habe, die Vonovia ihre Strategie geändert hat. Warum der Zusatzantrag? Wir brauchen eine Mehrstufigkeit von neuen Rechten der Mieterinnen und Mieter der Vonovia, wie gesagt, 70.000 Dresdnerinnen sind betroffen. Wir haben einerseits das Mietrecht, das ist ein Individualrecht, sehr mühselig für den Einzelnen durchzusetzen, wie wir vorhin noch von der Vertreterin des Mietervereins gehört haben, kein leichtes Unterfangen. Aber das Individualrecht, durch Bundesrecht abgesichert, sichert, soll natürlich den Mieter vor ungerechtfertigten Erhöhungen, vor ungerechtfertigten Behandlungen schützen. Es gibt darüber hinaus hier in Dresden ganz speziell aufgrund der besonderen Verantwortung den Wohnbeirat, der punktuell auch dann mal nachfragen kann bei Frau Panzer oder den Vertretern der jeweiligen anwesenden Vertreter der Vonovia, was denn an dem Fall oder jenem dran sei. Ich habe das übrigens auch schon einige Male getan und das heißt dann immer, ich nehme das mit. Ja, man nimmt es mit, man bringt es aber meistens nicht wieder zurück. Und es gibt ein drittes Element und das ist Gegenstand dieses Antrages. Überall in der Bundesrepublik, in der Knorrstraße in Frankfurt, in Göttingen, in vielen Städten des Ruhrgebietes, haben sich Mieterinnen und Mieter zusammengetan, um Wohnbeiräte, Mieterinnen und Mieter der Vonovia zusammengetan, um Wohnbeiräte zu bilden. Sie übernehmen so etwas wie ein kollektives Vertretungsrecht. Und hier, die kam ja auch zuerst in dem Film zu Worte, gibt es ja auch schon das Netzwerk der Vonovia-Mieterinnen und Mieter. Und daran wollen wir anknüpfen. Eine emanzipatorische Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft muss denjenigen, die auch von Unrecht betroffen sind, Mitspracherechte einräumen. Das ist übrigens grüne Politik. Und deshalb ist es notwendig, dass wir in Dresden mit aller Vehemenz, und es ist dann Aufgabe der Stadt, auch dies mit der Vonovia zu verhandeln, einen Wohnbeirat installieren, der die Interessen der Mieterinnen und Mieter vertritt gegenüber der Vonovia, der zugegebenermaßen überwiegend im dialogischen Bereich, aber genau diese vielen Einzelprobleme und die vielen hier auch zur Sprache gekommenen Herausforderungen in einer demokratischen Gesellschaft durch Vertreter, am besten durch gewählte Vertreter, dann dort einbringt. Wir brauchen, wenn Menschen unzufrieden sind, brauchen wir eine partizipative Gesellschaft. Wir müssen Mitsprachemöglichkeiten schaffen. Und deshalb ist ein solcher Wohnbeirat aus unserer Sicht die nächste Entwicklung einer vernünftigen Interessensvertretung von so viel betroffenen Dresdnerinnen und Dresdnern. Und ich hoffe,
Sie können diesem Zusatzantrag in dem Antrag der Linken Ihre Zustimmung geben. Ich glaube, es ist auch ein demokratischer Fortschritt, wenn Mieterinnen und Mieter an einem Tisch sitzen und mitreden können und nicht draußen vor der Tür um Zuhören betteln. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt SPD, Herr Treves. Ich würde vielleicht gleich von hier kurz die Gelegenheit noch nutzen, um auch unseren Änderungsantrag, den wir eingereicht haben, kurz einzubringen. Da geht es einfach nur um eine Ergänzung im Punkt 4 des Antrages der Linken, nämlich hinter dem Mieterverein Dresden und Umgebung auch die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. noch um eine Stellungnahme bzw. um eine Einbeziehung in die Prüfung zu bitten. Den würden wir dann gerne noch zur Abstimmung stellen und bitten auch hier um Zustimmung. So, wird FDP das Wort gewünscht? Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, das ist wieder so eine Stunde, wo man überlegt, was man als Stadtrat in den letzten Jahren alles falsch gemacht hat. Wenn wir sehen, was Benovia für ein furchtbares Unternehmen ist, das bedeutet natürlich nicht, dass nie jedes Unternehmen oder jede Einzelperson auch Fehler macht, aber so in der geballten Masse, diese fast das Hälfte des Stadtrates wird das ja angeschwemmt hier. Aus dem Grund bin ich geschockt, dass dieses Unternehmen, das einzigste Unternehmen, was Wohnungen für Asylbewerber zur Verfügung stellt, dass diese Hälfte da überhaupt gar keine Probleme hat. Also ich würde vorschlagen, dass Sie Ihre Bürgermeisterin auffordern, die Wohnungen, die für Asylbewerber zur Verfügung gestellt werden, die Asylbewerber zu schützen vor diesem Miethai und möglichst neue Wohnungen suchen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wird AfD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Bürgerfraktion das Wort gewünscht? Herr Bartels. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Mitglieder des Rates, werte Gäste, es ist schon interessant, was heute hier vorgetragen wird. Ich fange aber mal ein bisschen weiter vorne an. 2006 haben wir die Woba verkauft. An wen haben wir es verkauft? Nicht an die Gagwa, wir haben es an die Fortress verkauft. Fortress war damals eine Heuschrecke, ein gewinnorientiertes Unternehmen, das alles ausgenutzt hat, was man irgendwo kriegen kann. Als Fortress genug Geld hatte, die Schulden waren insgesamt auf 70% gestartet, als die gekauft wurde, waren es 35%, hat Fortress sich zurückgezogen, die Gagwa kam, die Vonovia kommt. Auch die Vonovia ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das wissen wir. Und so handelt sie. Es gibt deutschlandweit eine Reihe von Protestbewegungen, es gibt aber keine einzige Aussage, und da habe ich ausreichend viele Informationen darüber, dass irgendwo eine Protestbewegung auch rechtlich, inhaltlich durchsetzbar ist. Also es gibt Protestbewegungen, wenn man unzufrieden ist, aber es ist einfach nicht so, dass irgendwo ein Gericht entschieden hat, die Wohnung macht irgendwas falsch gemacht. Interessant ist auch nochmal, als wir die Wohnung verkauft haben, haben wir ja ein Bürgerbegehren gemacht. Und selbst Mieter der WOBA haben dieses Bürgerbegehren nicht unterschrieben mit der Aussage, wenn verkauft wird, dann wird sich der Service verbessern. Und das wollen wir. War ein glatter Irrtum, wie auch das, was der Oberbürgermeister sagt, es ist gut, dass wir verkauft haben. Also das stimmt auch nicht. Als Mieterverein machen wir ab und zu eine Presseerklärung und sagen, hier gibt es ein Problem mit der Vonovia, das machen wir öffentlich. Die Presse fragt dann regelmäßig bei der Vonovia nach, wie seht ihr das? Und dann gibt es eine Aussage von der Vonovia, da sage ich mal Zitat, nicht wörtlich, aber inhaltlich. Die Kritik können wir nicht nachvollziehen, denn es haben bereits zahlreiche Mieter die Mieterhöhung, der Mieterhöhung zugestimmt. Da kann ich nur sagen, das ist richtig, denn etwa 80% der Dresdner Bürger stimmen zu, ohne eine Mieterhöhung geprüft zu haben, ohne eine Betriebskostenabrechnung geprüft zu haben. Und das sind die normalen Bürger. Aber es ist ja noch weiter, es gibt auch Bürger, die Kosten der Unterkunft bezahlt bekommen. Das sind, bis auf wenige Ausnahmen, wir haben es gehört, 22, die das nicht zustimmen. Also 100% der Bürger, die Kosten der Unterkunft bezahlt bekommen, stimmen einer Mieterhöhungserklärung zu. Frau Bürgermeisterin Dr. Kaufmann sagt, das sind mündige Bürger, die können das selbst entscheiden.
Nun frage ich mich, ein Bürger, der davon ausgeht, dass er den Rest des Lebens Kosten und Unterkunft bezahlt bekommt, welches Interesse hat er daran, seine Mieterhöhung zu prüfen? Also, da gibt es nichts, was da irgendwo in diesem Sinne gemacht werden könnte oder sollte, außer dass die Stadt dort mal tätig wird. Und die Stadt tätig werden, wie auch die linke Seite, die rechte Seite, wir müssen die Bürger mobilisieren. Die Bürger müssen irgendwo aufstehen und das machen. Wir müssen Protestbewegung machen, damit Gesetze geändert werden. Wir haben die Frage gestellt, es war nach dem Mieterbeirat. Im Ausschuss Beirat Wohnen ist darüber vor langer Zeit schon gesprochen worden. Ich würde mir das auch wünschen, dass so etwas zustande kommt. Aber die Aussage war, die wir getroffen haben, ein Mieterbeirat, der eine Befähigung hat, dort zu arbeiten, muss gewählt werden. Nicht? Wir haben 38.000 Wohnungen. Dort muss die Stadt organisieren, dass die Bürger dann an einer Wahl teilnehmen und sich dort ihren Mieterbeirat wählen. Das müssen wir dann notfalls beschließen, um das durchsetzen zu können. Dann würde ich auch schon wieder fast Schluss machen und sagen, Bürgerproteste sind wichtig, Bürgerproteste sind notwendig, damit wir auf Bundesebene mieterfreundliche Gesetze bekommen. In dieser Stadt sollte dann aber durchaus mal eine Schlussfolgerung gezogen werden und geguckt werden, was kostet uns der Verkauf der Wohnung am Ende wirklich. Und ich denke, die 10 Jahre, die wir mal genannt haben im Jahre 2005, die keine Probleme darstellen, die sind vorbei. Und von nun an wird die Wohnung uns Geld kosten. Das neue Wohnungsunternehmen genauso. Aber wir werden das Problem so nicht lösen. Wir müssen eine Zusammenarbeit mit der Wohnung suchen und dort nochmal ein Dankeschön auch an die Wohnung, denn wir arbeiten mit denen zusammen und ich habe eine endlose Zahl von Problemfällen lösen können durch direkte Gespräche, ohne dass wir große Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Das ist machbar und ich denke, das ist ein positives Zeichen. Arbeiten sachlich, ordentlich, arbeiten mit der Vonovia zusammen, dann können wir so manches lösen. Danke. So, als nächstes CDU-Fraktion, Herr Flemming. Verzichtet. Bündnis 90 Grünen nochmal, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie Sie alle wissen, bin ich kein Wohnraumpolitiker, auch kein Mietenpolitiker, aber ich habe mich dann spontan entschlossen, doch nochmal hier vorzugehen, nachdem ich mir hier manche Reden habe anhören müssen. Vielleicht wissen die einen oder anderen, dass ich als Anwalt tätig bin. Da hatte ich auch das Vergnügen, auf der Gegenseite dann die Vonovia sitzen zu haben. Und da möchte ich Ihnen einfach mal von einem Fall berichten, wo ich glaube, dass der durchaus bei der Vonovia kein Einzelfall ist. Da wird dann eine alleinstehende Frau angeschrieben. Sie hat also mehr als 2 Monatsmieten, deswegen Kündigung, Räumung. Sie ist angeschrieben worden unter der falschen Adresse. Das kam dann erst raus nach einem halben Jahr, nachdem er dann das irgendwie hingekriegt hat, das an die richtige Adresse zuzustellen. Hat die Vonovia natürlich nicht davon abgehalten, die Klage irgendwie zurückzunehmen, einzustellen, zu korrigieren. Dann gab es einen Mahnbescheid, eine andere Summe, völlig andere Summe, nicht nachvollziehbar warum. Dann sitzt man dann endlich bei Gericht, dann frage ich dann, was ist denn jetzt nun bitte die Summe? Auf der Gegenseite sitzt ein Anwalt, der sagt, entschuldigen Sie, ich bin nur beauftragter Anwalt, das ist immer der gleiche. Leute, die Bescheid wissen, wissen, das wird von so einer Großkanzlei aus Essen vertreten, die Vonovia, die ist nie anwesend. So, da sagt er, hebt er die Hände, die Richterin guckt ganz streng und dann sagt er, tut mir leid, ich kann es auch nicht sagen, ich habe hier nur die Unterlagen, die ich habe, also wie gesagt, die falschen. Dann sagt die Richterin, 2 Monatsfrist, die Leute wissen, ne? Also es war was offen und ja, vor 2 Monaten muss dann gezahlt werden, damit die Kündigung wieder hinfällig wird. Ja, Richterin sagt, ja, ich bemühe mich und so weiter, Frist bis, was erfolgt ist, ist nichts erfolgt. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, das ist das systematische Geschäftsgebaren der Vonovia. Sie machen irgendwelche formalen, die haben ein Computersystem, ja, da tun die dann irgendwie falsch buchen, wie hier, dann wird dann sofort die Klage rausgehauen, das geht dann, sage ich mal, auf automatischem Weg per Post, dann an den Anwalt, der hat dann irgendwelche halbseitigen Unterlagen in der Hand, sofort sitzt er beim Gericht. Und wenn die Dame jetzt nicht zu einem Anwalt gegangen wäre, dann sage ich Ihnen, dann wäre die voll untergegangen. Da hätte die keine Chance gehabt. Und das ist, glaube ich, genau das, wo das Problem liegt. Dass wir hier einen Konzern haben, der, sage ich mal, automatisiert hier seine Rechte durchsetzt, ohne dass man eine Möglichkeit hat, tatsächlich mit dem Gespräch zu intervenieren oder irgendetwas konkret zu machen. Es mag ja sein, dass der Vorsitzende des Dresdner Mietlerbundes
Herr Peter Bartels dort vielleicht den einen oder anderen Kontakt hat. Vielleicht, ich bin auch überzeugt, Sie reden ganz freundlich mit ihm. Aber ob das tatsächlich dann unten was ankommt, das entspricht jedenfalls nicht meinen Erfahrungen. Und ich habe hier so viel jetzt gehört, da wollte ich das hier einfach mal auch als meine Erfahrung zur Kenntnis geben. Vielen Dank. Geschäftsordnungsantrag, Herr Donhauser. 1, 2, ich beantrage Ende der Rednerliste. Habe ich vorher einen Vogel gemacht. Unglaublich, was wir hier wieder machen. Ende der Rednerliste ist beantragt und auf der Rednerliste standen zum Antragszeitpunkt, ich sage das nochmal, in der Reihenfolge Herr Green, Herr Wirtz, Herr Blümel, das war's. Gibt es Gegenrede zu Ende der Rednerliste? Ist nicht der Fall, dann stimmen wir darüber ab. Wer für, doch, Herr Schmählich? Drücken Sie mal bitte nochmal. Ja. Unglaublich, Herr Donhauser, genau das möchte ich zum Stichwort nehmen. Ich meine, Sie hätten hier die Chance, nachdem Sie und Ihre Vertreter gegen Frau Malberg, ich kenne mich in der Geschäftsordnung im Gegensatz zu Ihnen aus, hätten Sie Gelegenheit, hier im Grunde auch mal was klarzustellen, diese Verhöhnung der Mieter zurückzunehmen. Hier geht es um 70.000 Menschen in dieser Stadt. Oder Sie wissen nichts als Fraktionsvorsitzender der CDU, nichts besser zu tun, als Ende der Debatte zu verlangen. Wir sollten dieses Thema ausdiskutieren, weil es ein wichtiges Thema ist, von dem viele Menschen betroffen sind. Deshalb Gegenrede. Kleine Korrektur, der Herr Donhauser hat nicht Ende der Debatte, sondern Ende der Rednerliste beantragt. Und die stimmen wir jetzt ab. Wer für Ende oder Beschließen der Rednerliste ist, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir setzen fort mit dem Beitrag von Herrn Green, dann Herr Wirtz. Wo ist denn mein Hefter hin? Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, Herr Schollbach, seien Sie schön vorsichtig, dass Sie niemals unter den Zug geraten. Das Thema Vonovia-Verstöße sanktionieren, das habe ich hier seit anderthalben Jahren im Rat immer wieder vorgebracht. Sie wissen das, alle wissen das. Der Zug rollt längst und der Zug hat Fahrt aufgenommen. Und jetzt versuchen Sie aufzuspringen. Sie tun so, als ob die Idee Ihre Wahrnehmung wäre. Und ich bin auch ganz sicher, dass diese lügenden Herrschaften von der Presse da hinten das so darstellen werden, wie sie es schon gemacht hat. Ich denke, nur bei den Betroffenen wird das nicht verfangen. Denn die wissen, dass ich es bin, der seit anderthalb Jahren immer wieder sagt, ihr dürft die Miete mindern, aber einzig wichtig, bis auf den kleinsten Punkt ganz detailliert dokumentieren, was euch passiert. Das wissen die Leute, dass ich das war und nicht Sie, Herr Schollbach. Und vor allen Dingen wissen Sie auch, Sie kümmern sich nur darum, wenn es auf eine Wahl zugeht. Und selber wohnen Sie in Bühlau in irgendeiner Luxusvilla. Aber kommen wir mal zu den Inhalten. Ach, hier muss ich aufmachen. Ja? Wie geht denn das auf? Zeigt mir das mal jemand. Eine Mieterin, die sich vom Anwalt hat beraten lassen. Erstmal das Wortdokument bitte. Danke. Eine Mieterin, die sich vom Anwalt hat beraten lassen, die kriegt so eine E-Mail.
Ihr Mietvertrag wurde heute gelöscht. Von No Reply. Also ohne Antwort. Als Außenstehender lacht man darüber, als Fremder. Aber eine Dame über 70 Jahre, eine Rentnerin, die zittert dann. Und die kommt sofort zu mir, aber du weißt doch genau, was du hier machst. Und ich sage, ja, wir sind doch beim Anwalt gewesen, der hat sie ihnen erklärt, denn das geht alles. Ja, alles okay. Wie geht das weiter? Das Thema, ja, der Psychoterror geht aber weiter bei der Frau. Lassen Sie mal auf. Machen Sie mir das nächste auf. Nächsten zwei gleich. Alle zwei gleich. Zwei und drei. Gehen die alle bitte auf? Die Frau kriegt von dieser Großkanzlei in Essen so einen Brief. Der Berater der Vonovia wird in den nächsten Tagen bei Ihnen erscheinen, über die Wohnungsabnahme, über die Wohnungsrückgabe zu verhindern. Was hat die denn durch den Anwalt mitteilen lassen? Ich mindere die Miete um so und so viel Prozent, weil. Da habe ich nur gedacht, das mache ich mir mal Spaß und habe mich mal an die Anwaltskammer in Hessen, in Essen gewandt. Denn die dürfen, wenn die Frau anwaltlich vertreten ist, nicht an die Mieterin selber schreiben. Da kam so eine Bla-Bla-Antwort. Ja, erstens, wir müssen sie nachweisen, wer genau von diesen 60 Leuten, die in der Großkanzlei das geschrieben hat. Und zweitens, wir müssen sie nachweisen, dass die dem Vermieter, so dem Anwalt mitgeteilt, dass der Anwalt das bewusst gemacht hat. Lauter solcher Käse. Danke. Die vier, bitte. Wenn man hier im Rat mehrmals Bilder vorführt, wie nicht nur stundenweise, sondern wie ständig, wie stundenweise, nicht nur ein Eingang, sondern beide Eingänge inklusive Feuerwehrzufahrt zugemacht sind, dann sagt uns der Baubürgermeister, naja, es wurde dort mal hingefahren und wir haben das nie mehr gesehen. Meine Damen und Herren, mindestens dort, wo ich zugange bin, in dem Haus, wird die Vonovia nicht mehr klagen. Das ist mir unter der Hand zugetragen worden. Ich habe das zu sauber dokumentiert. Ich habe von jedem Tag mindestens 3 Fotos, was dort alles ist. Die haben sie alle gesehen hier. Ne? Unverpackte Fäkalien im Fahrstuhl transportiert und so weiter. So, das sehen Sie jetzt. Sieht es aus, wenn es frisch gefroren ist. Und auf der rechten Seite, das ist die Rampe für Rollstuhlfahrer und Rollatorfahrer. In einem Haus geschätzt 70% Rentner, 10% Rollatorfahrer und Rollstuhlfahrer. So sieht's aus. Zugefroren, nicht geräumt, nicht gestreut. Ich habe das letzte Bild leider nicht mehr geschafft, drauf zu fahren, wenn heute, da ist der ganze Schnee weg, aber der Dreck von dem Streu, was sie dann 3 Tage später vielleicht mal gestreut haben, der liegt heute noch da. Heute können die Leute zum... Meine Damen und Herren, Herr Schollbach, wir werden natürlich der Vorlage zustimmen. Sie werden wieder mit unseren Stimmen vielleicht etwas durchsetzen, mal sehen, wie die sind. Aber jedenfalls wissen die Leute, Sie sind nicht der Ideengeber, sondern Sie haben nur das aufgegriffen, was ich seit anderthalb Jahren hier bringe. Ich bedanke mich. So, nächster Redner, Herr Wirtz, dann Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, zu meinem Vorredner vielleicht nur kurz, man muss vor Schnee keine Angst haben, es ist, haben nur Nazis ein Problem damit, wenn sie mit ihren Panzern stecken bleiben irgendwo. Meine Damen und Herren, der Antrag stammt aus dem Beirat Wohnen, und zwar aus dem August, aus der August-Sitzung, als es eine heftige Kontroverse gegeben hat, auch mit der Vertreterin der Vonovia, hinsichtlich eben der Plausibilität und des Inhaltes der Kontrolle der Sozialkarte. Es ist bekannt gewesen aus der Presse, auch aus der Dresdner Presse, aus der Bundespresse, dass es massive Beschwerden gibt, dass es den Versuch gibt, über Nebenkostenabrechnungen, über ungerechtfertigte Mieterhöhungen sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Jetzt kann man sagen, okay, es ist immer Sache der Einzelnen, sich zu wehren. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele Menschen nicht in der Lage oder auch willens sind, diesen Nervenkrieg zu führen, weil der Einzelne trägt ein erhebliches Prozessrisiko, eben vor Gericht zu scheitern, und hat eine große Ungewissheit mit sich rumzutragen. Und gerade bei Menschen, die nicht gesund sind, bei Menschen, die älter sind, bei Menschen, die erschöpft sind, bei Menschen, die sehr viel zu tun haben, ist es sehr schwierig, dass die ihre Interessen wahrnehmen. Und wenn sie den Prozess gewinnen, ich habe das auch selber durch, dann stehen sie am Ende finanziell bei plus minus null.
als wenn es eben nicht versucht worden wäre, sie über den Tisch zu ziehen. Wenn sie aber sozusagen sich nicht wehren, fühlen sie sich auch nicht gut, weil dann bezahlen sie eben zu viel. Das ist ein Problem. Und wir haben aber nun mal in Dresden den Umstand, dass wir mit dem Privatisierungsvertrag dieser Immobilienfirma Ketten angelegt haben. Sie kann sich nur in einem gewissen Bereich bewegen und wenn sie diesen Bereich überschreitet, dann kassiert sie eben nicht nur ein Urteil vor dem Landesgericht, dass eben ihr Handeln nicht rechtmäßig war und deshalb eine Mieterhöhung oder eine Betriebskostenabrechnung eben ungültig ist und nicht bezahlt werden muss, sondern sie geraten eben den Ruch gegen die Sozialcharta und gegen den Privatisierungsvertrag verstoßen zu haben. Und wenn sie gegen den Privatisierungsvertrag und die Sozialcharta verstößt, dann haben wir einen Anspruch darauf, das A zu kontrollieren und B haben wir einen Anspruch darauf, dass das in Zukunft unterbleibt, dass es rückgängig gemacht wird und wir haben den Anspruch auf Vertragsstrafen. Das steht in diesen Privatisierungsverträgen und auch in der Vergleichsvereinbarung von 2012 drin. Und wir möchten hier dem Stadtrat empfehlen, Druck zu machen und die Verwaltung zu motivieren, hier vertieft nachzukragen, den Beschwerden der Mieterinnen und Mieter nachzugehen und vertieft zu prüfen. Weil eins ist jetzt klar geworden bei den ganzen Reden. Es hat keiner gesagt, es gibt keine Vertragsverstöße. Es gibt keine Verstöße gegen die Sozialcharta. Herr Flemming von der CDU hatte sogar Bedenken, dass wir ein Bürohochhaus brauchen, um diese Daten verarbeiten zu können. Und natürlich haben wir keinen Anspruch darauf, in zivilrechtliche Verträge zwischen Mietpartei und Vermieterpartei einzusehen. Aber wenn uns die Mieter diese Verträge ins Haus bringen, dann können wir die Augen davor nämlich nicht verschließen. Dann müssen wir prüfen. Und dann müssen wir sehen, müssen wir auch die Verträge prüfen und die Sozialcharta, ob dort Verstöße vorliegen. Machen wir uns nichts vor. Der Wirtschaftsexperte Professor Bontrup hat das Geschäftsgebaren der Vonovia unter die Lupe genommen und er ist zum Ergebnis gekommen, die Vonovia bundesweit beleiht die Firma, den Immobilienbestand. Dieser Immobilienbestand wird mit steigenden Mieten, steigt sein Verkehrswert. Da beleiht die Vonovia die Firma noch mehr und diese Barmittel, die damit, diese Liquidität, die damit erzielt wird, die wird ausgeschüttet als Gewinn. Das ist keine nachhaltige Bewirtschaftung des Unternehmens, das ist ein Aussaugen und irgendwann mal werden wir uns mit der Immobilienhülle begnügen müssen und diese Firma wird eines Tages in eine Schieflage geraten. Dann ist der Staat wahrscheinlich wieder gefragt. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Auch Dresden ist ja im Prinzip dick mit dabei. Wir haben von 2007 bis 2017 haben die Wohnbaugesellschaften nur die Gebäude haben, also noch nicht mal die kleinen Firmen, Hausmeisterfirmen oder sowas, die haben 372 Millionen Euro Gewinn überwiesen. Zusätzlich haben sie überwiesen 500 Millionen an Zinsen, nicht mal Tilgung, sondern Zinsen. Das ist alles Geld, was aus der Stadt abfließt. Und es ist auch so, dass die Fortress damals gar nicht den Kaufpreis mitgebracht hat, sondern 300 Millionen sind den Wohnbaugesellschaften in die Bilanz gedrückt worden. Mit anderen Worten, es ist heute Abend schon gesagt worden, der Mieter und die Mieterin in Dresden bezahlt die Altschulden der Landeshauptstadt Dresden. Das ist der Fakt und es ist natürlich auch klar, dass Leute, die auf Vonovia-Wohnungen nicht angewiesen sind, hier unbetroffen sind und die Leute im Stich lassen wollen. Wir als Linke möchten diesen Menschen helfen, wir möchten sie nicht im Stich lassen. Wir möchten, dass die Vonovia an die Kette gelegt wird und dass sie ihr Geschäftsmodell überdenkt und dass wir Verstöße ahnden und die Mieter schützen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Stimmen Sie bitte diesem Antrag zu. Als nächster Redner Herr Blümel, dann Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich will vorweg noch ein Wort sagen, warum wir als Bürgerfraktion gestern dem Vertagungsantrag der Aktuellen Stunde zugestimmt haben. Sie erleben gerade heute wieder, dass dieser Stadtrat sehr gern ausführlich alle Tagesordnungspunkte diskutiert. Wir hatten gestern eine Tagesordnung mit insgesamt 62 Punkten. Wenn wir jeden Punkt so wie diesen, und hier kritisiere ich es gar nicht, ausführlich debattieren, dann werden wir es bis zum Ende dieser Legislatur nicht geschafft haben, all diese Punkte abzuarbeiten. Das ist eine ganz einfache mathematische Sache. Deswegen haben wir gestern gesagt, lasst uns Punkte, die uns allen wichtig sind, gemeinsam beschließen und anschließend, und das war
das muss man der Fairness halber auch sagen, öffentlich am Mittwoch angekündigt worden, diese Aktuelle Stunde auf Freitag verlegen. Ich denke, das kann man machen und das ist auch kein Grund gewesen, ein derartiges Theater gestern seitens der Linken hier aufzuführen. Zum Antrag. Wir werden als Bürgerfraktion diesem Antrag zustimmen, weil wir der Meinung sind, dass viele Dinge, die hier vorgetragen worden sind, stimmen. Ich kann es aus persönlichem Erleben berichten. Meine Eltern wohnen seit vielen, vielen Jahren bei der WOBA, später dann bei dem verkauften Unternehmen. Und sie haben all die Dinge, die hier heute vorgetragen wurden und berichtet wurden, in aller Ausführlichkeit genossen. Sie haben all diese Dinge tatsächlich auch persönlich erlebt. Was wir als Bürgerfraktion aber kritisieren an dem Thema ist, zum einen der Zeitpunkt, zu dem dieser Antrag jetzt auf die Tagesordnung kommt. Es ist sehr durchsichtig, wir haben wieder Wahlen und deswegen wird dieses Thema auch instrumentalisiert. Das ist auch heute deutlich zu sehen. Einige sprechen es ja sogar ganz offen an. Der zweite Punkt ist, all diese Probleme sind nicht gestern entstanden, sondern die sind über die gesamte Zeit, seitdem dieses Unternehmen privatisiert wurde, gewesen. Es gab tatsächlich auch vorher mit der WOBA bereits Probleme als Mieter, allerdings nicht in diesem Umfang und auch nicht mit dieser Vehemenz und Härte. Deswegen glauben wir, dass dieser Antrag richtig ist, aber der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie er hier vorgetragen wird, ist aus unserer Sicht fragwürdig. Ein Stück weit glaubwürdiger würde es, wenn die Kollegen der Linken einfach auch mal hier auftreten würden und sagen, wir als Linke haben eine besondere Verantwortung für die Vonovia-Mieter, weil es unsere Mitglieder gewesen sind, die dieses Unternehmen mitverkauft haben. Dann wäre man aus meiner Sicht endlich glaubwürdig, dann würde man auch diese Last der Vergangenheit mal glaubwürdig hier abtragen. Aber wenn man sich hier immer wieder ans Pult stellt und so tut, als hätte man nichts damit zu tun, dass diese Probleme heute existieren, ist man aus meiner Sicht nicht persönlich glaubwürdig. Ich habe aber an den Antragsteller auch noch zwei Fragen zu dem Antrag. Es wird hier vorgeschlagen, im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten vertieften Prüfung ist allen durch die Sozialcharta geschützten Mieterinnen und Mietern Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Da hätte ich einfach nur gern gewusst, in welchem Form, in welchem Rahmen das passieren soll, wie hier 70.000 Leute sozusagen Gelegenheit bekommen sollen, sich zu äußern. Eine Frage, die auch an dieser Stelle heute schon gestellt wurde, in welcher Form soll das Ganze passieren? Weil hier wird ja versucht, sozusagen über das, was passiert im normalen Ablauf dieses Vertrages, also dem Wohnbeirat und Ähnliches, eine vertiefte Prüfung. Da hätte ich gern nur einfach mal gewusst, was stellt sich der Antragsteller unter einer vertieften Prüfung vor? Wie konkret soll das aussehen? Weil ich nicht möchte, dass wir heute hier mit diesem Beschluss, und ich glaube, er wird eine große Mehrheit finden, Erwartung und Hoffnung bei den Mietern wecken, dass sich Dinge verändern, dass es besser wird, um dann in ein, zwei Jahren vielleicht festzustellen, dass wir Dinge hier erwartet und Hoffnungen geweckt haben, die wir nicht erfüllen können. Deswegen wäre es gut, wenn heute deutlich wird, was tatsächlich möglich ist seitens der Stadt und dass man auch mal deutlich sagt, was vielleicht nicht möglich ist. Dankeschön. Als nächster Redner Herr Vogel, dann Herr Schmelig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste und liebe Bürger. Die Diskussion ist unwürdig. Die Polemik ist nicht mehr auszuhalten. Es ist wirklich verwerflich, wie Sie mit den Nöten der Bürger umgehen und diese auch für Ihre Zwecke missbrauchen. Das haben Sie aber nicht nur das erste Mal, schon, es steigert sich. Es ist im zunehmenden Maße so, dass Sie wirklich Marina Garten, Globus oder was man auch immer nennt, Sie schwingen die Keule. Sie sind einfach nicht direkt darauf eingerichtet, dass wir hier in einer modernen Großstadt leben, wo es Wirtschaft gibt und wo soweit auch alle Teilnehmer kritisch
ernst, aber zumindest auch fair behandelt werden müssen und auch sollten. Und das tun Sie gegenüber Vonovia nicht. Sie schwingen wieder einmal Ihre Keule. Und das ist einfach das, was auch den Bürgern da oben gesagt werden muss. Wir werden als AfD im Rahmen unserer Möglichkeiten, leider heute nur 50%, krankheitsbedingt, aber trotzdem der Verantwortung, die wir hier haben, als Stadträte gerecht, indem wir nach Abwägung der Interessen und auch nochmal im Rahmen der Diskussion und auch zur Durchleuchtung auch Ihres Antrages, sowohl Ihnen da oben, nicht Ihnen, Herr Scholbach, Ihnen nicht, aber zumindest den Betroffenen oben, den Bürgern, aber selbstverständlich auch unserem nach wie vor Partner Vonovia die Hand reichen, indem wir es uns schwer machen und uns im Rahmen dessen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, dem Antrag enthalten. Wir wollen ihm nicht entgegenstehen. Und jetzt noch was anderes. Nehmen Sie doch mal richtig Geld in die Hand. Ich meine, ja, nehmen Sie mal richtig viel Geld in die Hand. Die 13 Millionen, die sind ja so und so schon weg und werden sicherlich kaum an der Entwicklung der Wohn in Dresden, die aus meiner Sicht auch irgendwann mal zur Insolvenz führen wird, nichts ändern. Aber nehmen Sie mal jetzt richtig Geld in die Hand, und zwar 43 Euro. Und da spreche ich ganz konkret den Herrn Scholbach an, der sich jetzt meiner Rede nicht mehr widmen kann. Aber vielleicht können Sie es ihm übermitteln. Der Herr Scholbach sollte dann wirklich eine Aktie kaufen, die wird dann sogar auch noch verzinst mit einer Dividende von 3%. Und fahren Sie dann am liebsten vielleicht auch mit Ihren neuen Freunden, und da meine ich die beiden fraktionslosen Stadträte, nach Bochum, und da können Sie dann am 16.05. diesen Jahres bei der Hauptversammlung sich mal so richtig aufspielen als Robin Hood von Dresden. Ihre Art und Weise, die ist durchschaubar, und das nimmt Ihnen niemand ab, und das wird Ihnen auch am 26.05. kaum was helfen. Danke. Nächste Wortmeldung, Herr Schmelich, dann Herr Wirz. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste auf der Tribüne. Nein, also auf Herrn Vogel will ich jetzt nicht eingehen. Das ist doch wirklich auch, hat mit dem Problem nichts zu tun. Nur eine Anmerkung möchte ich dann doch schon machen in der Debatte hier. Ich dachte, dass wir als Stadtrat verantwortungsvoll unsere Aufgabe wahrnehmen. Stattdessen wird die Linke auf die Anklagebank gestellt, wo doch eigentlich ein Unternehmen, dessen Geschäftspraktiken bundesweit zu erheblichen Protesten führen, viel negativer Berichterstattung, hier eigentlich auf die Anklagebank gehört und auch verbal auf diese Anklagebank gesetzt werden muss. Und deshalb möchte ich, weil hinter allem, Kollege Blümel, ich bin sehr dankbar, dass ihr den Antrag hier unterstützt, aber eine Sache möchte ich dann doch mal bemerken. Politik ist manchmal vorausschauend, allerdings in den seltensten Fällen, und muss reagieren auf Situationen. Und man wird, wenn man sich die Problematik Vonovia anschaut, feststellen, dass dieses Thema an Brisanz zugenommen hat. Und zwar, wenn man auch meiner Darstellung vorhin in der Aktuellen Stunde gefolgt ist, hat das einen strukturellen Grund, weil die Umschichtung des Unternehmens hin eben zu mehr Auslagerungen in eigene Tochtergesellschaften, sozusagen eigene Gewinnmaximierungsmaschinerien zu entwickeln, jetzt seine Folgewirkung hat. Im Geschäftsbericht des Jahres 2017 stand zum Beispiel drin, die nächste Stufe, die man auf dem Gebiet anstrebt, ist das ganze Thema Energiemanagement. Also man erfindet und entwickelt immer weitere Geschäftsfelder, aus denen man das Geld herausholen kann. Das ist ja Ihnen unbenommen, aber das schafft natürlich Probleme, die auch eine höhere Kontrollnotwendigkeit schafft. Und es ist
wie vorhin der Kollege Licht ihn im Einzelfall dargestellt hat. Ja, Einzelfall, Einzelfall, Einzelfall. Das ist eben genau das Problem. Es ist teilweise kalkuliert. Man rechnet damit, dass ein gewisser Prozentsatz von Menschen dagegen klagt oder sich dagegen wehrt, aber die anderen nicht. Und so gesehen ist übrigens auch KDU ein höchst lukratives Geschäft für die Vonovia, weil dort hat man Mieterinnen und Mieter, die ihre Miete und Nebenkosten als Transferleistung bekommen. Ich sage es jetzt mal aus Sicht der Mieterinnen und Mieter. Warum sollen die sich denn, wenn das noch im Rahmen der KDU-Bewertungen liegt, aufregen und wehren gegen Mieterhöhungen? Sie müssen sozusagen den Stress ertragen, haben aber persönlich eigentlich gar keinen Vorteil, weil in den konkreten Fällen ja tatsächlich dies im Rahmen des Transfers übernommen wird. Und deshalb hat dieser Stadtrat auch klugerweise entschieden, dass diese Mieterinnen und Mieter mit der Unterstützung der Stadt eben Kurzzeitmitgliedschaften im Mieterbund kriegen, damit sie sich dagegen wehren. Ich will damit zum Ausdruck bringen, wenn wir hier nicht erkennen, dass hinter den Problemen, die repräsentiert werden auf der Tribüne und die wir in den Zeitungen jetzt seit wenigen Wochen lesen, ein konkretes Geschäftssystem steckt, dann unterschätzen wir die Vonovia. Und deshalb ist es notwendig, dass wir auch als Stadt jetzt kraftvoll und deutlich und solidarisch mit den Mieterinnen und nicht schimpfend auf diejenigen, die Hand in die Wunde legen, hier auch reagieren. Es wäre gut, wenn in einer solchen Frage eine Stadt auch mal solidarisch hinter den Mietern stehen würde und nicht im Grunde genommen sich hier im Kleinkrieg auf Kleinkrieg beschränken würde. Deshalb ist gut, dass es eine große Mehrheit hier heute gibt, aber von Ihrer Seite her hätte ich mir einfach mehr erwartet. Dankeschön. So, als nächster Redner Herr Würz. Herr Scholbach, bei mir ist Herr Würz eingebaut. Genau, wenn der Herr Würz darauf verzichtet, dann könnten wir jetzt, wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, zum Schlusswort kommen. Herr Scholbach, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe heute ein Wort sehr oft gehört, das war das Wort Einzelfall. Interessanterweise haben wir eine derartige Vielzahl von Einzelfällen, dass es sich doch aufdrängt, dass wir hier ein gewichtiges Problem haben und nicht nur hier in Dresden. Mit Verlaub, im November hat das renommierte Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen sehr umfangreichen Beitrag veröffentlicht und dort geschildert, welche Probleme die Mieterinnen und Mieter der Vonovia deutschlandweit haben. Und all die Probleme, die ich hier von den Mietern in Dresden erfahren habe, waren exakt jene, die auch der Spiegel berichtete. Das spricht doch dafür, dass das alles Methode hat. Das spricht doch dafür, dass das System hat. Im Strafrecht ist es so, liegt ein Anfangsverdacht vor, hat die Staatsanwaltschaft von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Bei einem hinreichenden Tatverdacht dann ist Anklage zu erheben. Und diese Verdachtsmomente, die wir hier haben, sind doch nun wirklich handgreiflich anhand der vielen, vielen Einzelbeispiele. Und jetzt will ich darauf eingehen, Herr Blümel, Sie hatten die Frage gestellt, was soll denn gemacht werden? Also ich habe mir das sehr genau angeschaut, was ist denn in diesem Wohnbeirat passiert. Und da wurde uns mitgeteilt, da wurden Stichproben genommen, da wurden oberflächliche Plausibilitätskontrollen durchgeführt. Ja, da kann ich natürlich keine systematischen Verstöße erkennen. Wenn ich systematische Verstöße erkennen will, über den Einzelfall hinaus, muss ich natürlich auch systematisch vorgehen und prüfen. Und das ist das, was dieser Antrag bezweckt. Und meine Damen und Herren, was war denn im Jahr 2011? Im Jahr 2011 hat die Stadt festgestellt, dass es seitens der GACFA damals Vertragsverletzungen gab. Also hat man an dieser Stelle eine tiefere Prüfung durchgeführt, hat sozusagen sich alle Fälle herausgenommen, hat dann sogar eine renommierte große Kanzlei beauftragt und mit der Durchsetzung der Rechte
der Interessen der Landeshauptstadt Dresden gegen die GAGFAH. Das Interessante war, dass damals weniger die Interessen der Mieterinnen und Mieter betroffen waren, sondern vor allem die Interessen der Landeshauptstadt Dresden. Und nun frage ich, wir haben so viele Anhaltspunkte, so viele Verdachtsmomente, dass hier systematisch gegen die Interessen und Rechte der Mieter verstoßen wird. Und jetzt sollen wir untätig bleiben? Nein, es ist unsere verdammte Pflicht, jetzt hier zu handeln und die starke Rechtsposition, die die Stadt hat, auch durchzusetzen, zu nutzen zu einer Kontrolle und dann entsprechend auch die Konsequenzen zu ziehen. Jetzt war noch die Frage, wie soll das geschehen? Wie soll den Mieterinnen und Mietern Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden? Und zwar ist sehr wichtig, dass wir diesen Auftrag mit erteilen, und zwar aus einem einfachen Grund. Wir wollen eben nicht, dass nur sozusagen anhand der Unterlagen der Vonovia kontrolliert wird, sondern dann, wenn die Mieterinnen und Mieter hier ihre Unterlagen vorlegen, wenn sie entsprechend ihre Erfahrungen berichten, dass das eben auch in die Prüfung mit einzubeziehen ist, und das halten wir auch für machbar. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, das ist das Jahr 2006. Natürlich, der WOBA-Verkauf war ein gravierender Fehler, unter dem die Mieterinnen und Mieter heute zu leiden haben. Und wenn ich in diesen Stadtrat gucke, dann schaue ich meine Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke ein. Kein einziger von denen hat für den WOBA-Verkauf gestimmt. Kein einziger von denen, die hier sitzen. Wenn ich aber darüber gucke, zur CDU, zur FDP, da sehe ich jede Menge WOBA-Verkäufer. Und wenn ich auf die Listen der Freien Wähler schaue, da sehe ich auch jede Menge WOBA-Verkäufer. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Stadt hat eine Verantwortung. Sie hat eine Verantwortung und die hat sie wahrzunehmen. Denn es ist doch so, der einzelne Mieter, die einzelne Mieterin steht hier einem großen Konzern gegenüber. Und da kann ich es doch nachvollziehen. Da hat man Sorgen, da hat man Ängste, ob man in einen solchen Prozess hineingeht. Das ist doch absolut nachvollziehbar. Die Stadt hat eine deutlich stärkere Position. Sie ist finanzkräftiger. Sie hat entsprechend ein Rechtsamt zur Verfügung. Sie hat Expertise zur Verfügung. Und jetzt denke ich, ist es doch unsere Pflicht und Schuldigkeit als Landeshauptstadt Dresden, diese Ressourcen im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger, im Interesse der Dresdner Mieterinnen und Mieter einzusetzen und jetzt entsprechend eine vertiefte Prüfung vorzunehmen und darauf hinzuwirken, dass dieses Geschäftsgebaren der Vonovia in Dresden endlich ein Ende hat. Ich bitte Sie, unserem Antrag zuzustimmen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. So, meine Damen und Herren, das war das Schlusswort. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Mir liegen zwei Änderungsanträge vor. Zunächst im Punkt 4 die Verbraucherzentrale zu ergänzen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, 26 Nein, 2 Enthaltungen, damit so angenommen. Wir kommen zu dem Ergänzungsantrag Bündnis 90, die Grünen, einen Punkt 6 zu ergänzen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, 33 Nein, keine Enthaltung, damit angenommen. Und jetzt kommen wir über den so geänderten Antrag zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe.
38 Ja-Stimmen, 27 Nein, 2 Enthaltungen, wäre damit so beschlossen. Wir setzen fort.